Du bist ein göttliches Geschöpf. Hallo und herzlich willkommen vom Zentrum für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin auf meinem YouTube-Kanal. Ja, jeder Mensch ist gleich. Wenn man alle Menschen ausziehen würde, gäbe es nur Mann und Frau und die meisten schauen gleich aus. Der Baustoff, aus dem der Mensch gemacht wird, ist immer gleich. Die Grundenergie, die universelle Energie ist immer dieselbe. Und trotzdem sind wir verschieden natürlich, das wäre auch langweilig. Aber warum geht man mit anderen Menschen so um, wenn man doch ein göttliches Geschöpf ist, wenn der andere auch ein göttliches Geschöpf ist, wenn ein Tier auch ein göttliches Geschöpf ist, eine Pflanze, ein Stein? Warum gehen Menschen so schlecht miteinander um? Auch in Religionen ist genau dasselbe. Der Schein trügt. Ja, man betet Gott an, man betet, aber oft betet man nur für sich. Und selbst wenn man für andere beten würde, es nützt nicht viel, wenn man nicht das, was man betet, auch tut. Und in der heutigen Zeit ist es ein Graus. Und trotz dieser ganzen Millionen Weisheitsbücher und Lehrbücher und sei es die Bhagavad Gita, die Bibel, der Koran und andere Bücher. Warum? Und diese Bücher sind ja häufig gedruckt, weit verbreitet und gelesen, aber nicht verstanden worden von den meisten Menschen. Viele gehen in die Kirche, beten, aber für was beten sie, wenn sie es nicht tun? Und so sollten wir alle besser miteinander umgehen. Wie kann man glücklich werden? Da gibt es tausende Bücher, wieder hunderttausende Bücher. Werde glücklich, tu dies, tu das, mach Coaching, mach hier, mach da. Hey, warum nicht einfach mal nur mit anderen Menschen anders umgehen, also besser umgehen? Dann spürt man, dass allein daraus schon Glück erwächst. Ja, gerne abonniert meinen YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga und ich sage danke, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.